Wir suchen dich als Hilfsarbeiter oder Facharbeiter im Garten- und Landschaftsbau in Vollzeit und Teilzeit. Eine abgeschlossene Berufsausbildung als Gärtner oder Gärtnerin ist wünschenswert, aber nicht zwingend notwendig. Und wir suchen dich, den Facharbeiter Betonbau oder Maurer, mit abgeschlossener Ausbildung und Berufserfahrung, mit gültigem Pkw-Führerschein für Projekte am Standort im Industriepark Höchst. Ausführliche Informationen und weitere Stellenangebote unter karriere.albertweil.de. Der Sommernachtslauf in Limburg. Zum siebten Mal jährt sich dieses herausragende Ereignis für Familien, Teamläufern von Unternehmen, Institutionen und Vereinen sowie ambitionierten Langstreckenläufern. Ich denke, es ist wieder eine wundervolle Stimmung hier in Limburg an der Lahn. Bestes Laufwetter, nicht zu warm, nicht zu kalt. Und ich glaube, das gibt noch eine wunderbare Fete heute. Deswegen wünsche ich Ihnen jetzt auch einen guten, unfallfreien Lauf. Viel Spaß dabei und danach noch eine schöne Party. 3, 2, 1 und Start! Jawohl, ihr seid auf der Strecke. Teilt euch das Tempo gut ein. 5 Läufe wurden für alle Altersgruppen an diesem Abend angeboten. Der Familienlauf, 5000 Meter, Halbmarathon, der Team- und Firmenlauf und das Highlight zu später Stunde nach Einbruch der Dunkelheit, der 10.000 Meter Lauf. Der 2,5 Kilometer lange Rundkurs startete an der Hospitalstraße, führte dann über den Neumarkt durch die Altstadt hinauf zum Limburger Dom, zurück über die Lahnbrücke, wieder zum Ziel in die Hospitalstraße. Jawohl, da ist der Sieg, Michael Astor. Michael, lauf bitte in den Siegkanal ein. Das Besondere dieser Laufveranstaltung ist der Teamwettbewerb. Zahlreiche Teams, 40 Stück an der Zahl, aus den Limburger Unternehmen, den Vereinen, Institutionen und der Verwaltung treten zur nächtlichen Stunde gegeneinander an. Immer vorne mit dabei sind die Läufer und Läuferinnen der Lebenshilfe. Sie durften sich schon im Vorfeld über ein besonderes Preisgeld freuen, denn 10% der Netto-Startgelder wurden vom Veranstalter, der Agentur Visions & Concepts, an die Lebenshilfe gespendet. Doch was steckt hinter dem Verein Lebenshilfe? Wir betreuen Menschen mit unterschiedlichen Behinderungen, im Schwerpunkt Menschen mit geistiger Behinderung, auch Menschen mit psychischen Behinderungen im Bereich Wohnen, Arbeiten, im Kindesalter, im Erwachsenenalter. Also wir bieten hier eine ganz große Fülle an Unterstützungsmöglichkeiten für diesen Personenkreis. Das Schöne bei den Teams der Lebenshilfe ist, dass hier auch die Betreuten mit Begeisterung am Start sind. Michael, wie hast du dich denn vorbereitet auf den Lauf? Sehr gut, freue mich sehr. Und hast du trainiert dafür? Ganz viel trainiert, also mit Matthias viel getrainiert, ich bin auch schnell. Zeige ich euch mal später einen Sprinter von mir. Grunde genommen ist der Name Programm. Also wir haben jetzt zum fünften Mal 8 Teams, also in diesem Jahr 8 Teams am Start. Das sind Betreute der Lebenshilfe, Mitarbeitende der Lebenshilfe und es sind, wie auch in den Jahren zuvor, sind es Schülerinnen und Schüler der berufsbildenden Schulen in Limburg, vornehmlich der Peter-Polker-Hensli und der Friedrich-Dessauer-Schule. Aber auch Teams zahlreicher Limburger Unternehmen fiebern jedes Jahr auf den Sommerlauf hin. Wir sind seit 2007 als Hauptsponsor hier dabei beim Sommernachtslauf. Ist ein großartiges Event, auch für die Stadt. Und da hat die Bauunternehmung Albert Weil natürlich gerne gesagt, ja, wir sind dabei, wir machen mit. Und auch seitdem mit Teams immer wieder vertreten, die sich auch schon gut vorbereiten immer auf den Lauf, die hoch motiviert sind und die auch in Zukunft immer wieder gerne dabei sind. Ernsthaft trainieren und sich auf den Lauf vorbereiten steht bei den Teams keineswegs an erster Stelle. Nein, es geht einfach darum, wer Interesse hat, hier mitzulaufen, wer auch privat läuft. Wir haben auch einen Lauftreff, wo die Kollegen sich auch darauf vorbereiten auf den Lauf und auch generell einfach zusammen gerne Sport machen, einfach so für die Fitness. Und das sind auch in der Regel natürlich die Läufer, die dann auch hier gerne mitmachen. Einfach dabei sein und ich sag mal, das wird schon irgendwie funktionieren.
Auch Landrat Michael Köberle traf man bei diesem Sportevent. Allerdings war er als Sportler in seinem feinen Zwirn hier völlig falsch eingekleidet. Leider erstellt der Kreis noch keine Mannschaft. Das wird sich aber wahrscheinlich in der Zukunft ändern. Wir arbeiten daran. Wir machen ja auch ein großes Fitnessprogramm. Also davon gehe ich aus, dass meine Kolleginnen und Kollegen A, fit sind und B, auch genügend Kondition dafür haben. Zumindest mal wird er beweisen, dass bei ihrer täglichen Arbeit. Ich bin ja selbst Sportler, habe aber festgestellt, dass wir dieses Jahr überhaupt keine Mannschaft hier gewählt haben vom Kreis. Das muss ich, glaube ich, ändern. Im Fußball sind wir deutlich erfolgreicher. Ich wünsche Ihnen allen viel Spaß und alles Gute. Dankeschön. 3, 2, 1, Schuss! Jawohl, und ab geht die Post! Bei den angenehmen sommerlichen Temperaturen verdunstet reichlich Körperflüssigkeit durch die Poren der Läufer und Läuferinnen. Das Team vom Limburger Globusmarkt schuf hier Abhilfe. Globus verteilt Wasser und auch Bananen an die Läufer. Und das machen wir schon seit 2013. Mit geübten Händen und scharfem Blick reichten sie zahlreiche Wasserbecher weiter, um den Flüssigkeitshaushalt wieder halbwegs ins Gleichgewicht zu bringen. Schwieriger als gedacht, weil man muss eigentlich mit in die Bewegung gehen. Weil sonst hat man das Wasser direkt selbst verschüttet. Das ist so. Nicht zuletzt der Rhythmus der Percussion Groups hier vor dem Domhotel in Limburg trieb die Sportler und Sportlerinnen zu Höchstleistungen an. Eine weitere Besonderheit des Sommernachtslaufs sind die, wie der Name es schon sagt, nächtlichen Läufe. Mit extra installierten bunten Scheinwerfern an der Laufstrecke wird das besondere Ambiente der Altstadt glänzend in Szene gesetzt. Max Timing sorgte dafür, dass die Zeiten der Aktiven korrekt ermittelt und festgehalten wurden. Hier läuft die ganze Technik zusammen. Die Läufer haben einen Chip auf der Startnummer und sobald die hier über die Messstation laufen, da unten ist eine Messstation und hier im Ziel, werden die detektiert und dann kriegt der Moderator draußen angezeigt, wie viele Runden die gelaufen sind, was für eine Platzierung aktuell ist. Und hier läuft das halt alles so zusammen. Geschummelt werden kann hier nicht, denn die Messpunkte an der Strecke geben die Daten genauestens wieder. Ja, das merkt man anhand von den Zeiten, weil die in etwa immer alle gleich laufen. Und ich bekomme das hier angezeigt. Und wenn es rot ist, dann sind noch nicht alle Detektionen erreicht. Und dann sehe ich das direkt, wenn er abgekürzt hat. Marek, auf geht's! 34, 34, 08. Hervorragend, Marek Spriesterbach von... Somit wurden die Sieger aller Läufe auf die Zehntelsekunde genau ermittelt. In den Teamläufen wurden die Zeiten der jeweiligen Läufer einer Gruppe zusammenaddiert und am Ende des Tages konnten dann die Pokale und wertvollen Gutscheine nebst Urkunden an die erfolgreichsten Läufer und Läuferinnen vergeben werden. Kriegt noch was? Es war sehr anstrengend. Hast du lange dafür trainiert? Nein, eigentlich nicht. Okay, also es ist eine Ansage für die Konkurrenz, oder? Hast du denn ein bisschen dafür trainiert? Ja, ein bisschen. Das hat sich ja eben bei der Dame anders gehört auf Platz 1. Hat es dir Spaß gemacht? Ja, war sehr schön. Viele Zuschauer da, hat Spaß gemacht. Machst du nächstes Jahr wieder mit? Ja, auf jeden Fall. Titel verteidigen oder abgeben? Ja, verteidigen, mal gucken über welche Strecke. Alles klar, ich drücke dir die Daumen und dann dein Applaus. Bis nächstes Jahr.